und möge mich mein Gehör nie verlassen. Das stelle ich mir schrecklich vor, auch wenn es Hilfen gibt. Aber das, ja, deswegen sind wir ja da. Ja. Möge es zumindest dann so sein, dass man mir helfen kann. Ja. Hörgespräche. Sinnvolles aus dem Leben. Herzlich willkommen bei den Hörgesprächen Sinnvolles aus dem Leben. Schön, dass Sie wieder dabei sind, uns zuhören, uns zuschauen. Ich bin Carola Gauster und habe wieder einen sehr interessanten Gast an meiner Seite, einen sehr lieben Kollegen. Ich möchte gar nicht wissen, wie lange wir zwei uns kennen. Das ist wirklich schon sehr lang. Einer, aber nicht charmant. Einer, dessen Stimme Sie schon sehr oft gehört haben. Eine sehr markante, eine sehr fröhliche, eine sympathische Stimme, einer, der viel lacht on air, und das ist besonders wichtig in Zeiten wie diesen, finde ich, zuhören vormittags im Hitradio 3. Andi Knoll ist da, freue mich sehr. Hallo Carola, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Hallo. Bei uns geht es in den Hörgesprächen um Hören. Wie wichtig ist Hören für dich? Naja, wenn man beim Radiosender arbeitet, sehr. Also es ja, ist, das Um und Auf. Eigentlich das Um und Auf. Ja, also ich glaube, da gibt es immer so, das, man sagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn ein Sinn nachlässt, werden die anderen stärker. Wenn man die Augen zumacht, uns Radio aufdreht, und das wird uns ja beigebracht, und Bilder im Kopf, also ich halte das tatsächlich auch das spannendste Medium, bei dem man sein kann, nach wie vor. Ja. Und insofern ist Hören wahnsinnig wichtig für jemanden, wenn man Radio macht. Mhm. Was tust du für deine Ohren eigentlich? Ich drehe nicht so laut. Also, echt? Wenn ich aufs Studio komme und davor war wer anderer, dann drehe ich den Kopfhörer mal von Anschlag wieder zurück auf halbwegs normale Lautstärke und dann aber noch weiter zurück, ja, um meine Ohren tatsächlich ein bisschen zu schützen und zu schonen, weil ich glaube, dass das schon ein bisschen eine Berufskrankheit ist von DJs und Radioleuten und Menschen, stimmt, die viel Kopfhörer aufhaben. Jetzt gibt es ja Generationen seit dem Walkman, seit Mitte der 80er, die ganze Zeit irgendwas aufhaben. Das hat man uns schon damals gesagt, leiser machen, aber ich glaube, es stimmt. Ne? Es ist wirklich zu laut, ist ganz schlecht für die Ohren, deswegen versuche ich auf einigermaßen Lautstärke zu schalten. Immer schon? Oder ist das jetzt erst in den letzten Jahren passiert, dass du ein bisschen aufgepasst hast drauf? Ich habe wirklich, das Kopfhörer fand ich nie angenehm laut zu hören. Ja? Okay. Also gern in einem Konzert oder im Club, ja, bitte gern und lauter und im Kino, aber Kopfhörer direkt finde ich eigentlich relativ unangenehm, wenn sie laut sind. Mhm. Tust du mit Headset oder mit Kopfhörer? Naja, ich habe Zeit gehabt, da haben wir so In-Ears gehabt. Die sind natürlich schicker, die muss man nur dann irgendwie extra immer anstecken und dann musst du aufs Klo, dann musst du wieder abstecken und so. Darum bin ich dazu übergegangen, den weniger cool aussehenden Riesenkopfhörer zu nehmen. Auch weil, sagt uns die Technik, weil die sozusagen ein bisschen den Schall auf der Seite abfließen lassen, was dann, also es nagelt dir nicht so voll aufs Trommelfell, sondern es kann der Schall auf der Seite entweichen. Die schauen zwar nicht ganz so cool aus, aber sind gesünder, angeblich. Mhm. Viele Kollegen von mir, wird wahrscheinlich bei dir genauso sein, die jeden Tag in diesem Radl drinnen sind, früh aufstehen müssen. Du hast die Frühsendung auch sehr lange gemacht, auf Ö3, schon ein paar Jahre. Also, ja, 4 Jahre, glaube ich. Natürlich nicht so lange wie der Reithofer und der Robert, der Katke, aber doch auch einige Zeit lang. Für meinen Geschmack geht so lange. Also, und das frühe Aufstehen und dieser Stress der Sendung, weil die doch eine ganz andere Dynamik hat, also jetzt am Vormittag oder Nachmittag, das kann schon zu Stress und zu Hörproblemen führen, Hörsturz. Also ich kenne einige Kollegen, die das haben. Ja. Oder Tinnitus. Ja. Bei dir war nie was. Ich habe so ab und zu, und ich glaube, dass das tatsächlich eher auch psychosomatisch mit Stress zu tun hat, wenn ich dann daheim im Bett liege, dann höre ich so ganz leicht, denke ich mir, da ist irgendwo Geräusch, nein, ist in meinem Ohr. Ja. Das geht aber dann wieder weg. Das hat tatsächlich auch, also Gehör, und was dann auch bei mir ist, die Stimmbänder melden sich. Also ich kriege so leicht so belegte Stimme. Wenn ich zu viel mache oder sonst irgendwie gestresst bin, dann wird's rau und der Druck ist weg und so. Aber Gott sei Dank, das mit meinem Ohr habe ich ganz, ganz selten. Also das oder ich habe es eh down und habe mich schon so dran gewöhnt. Ich glaube, das ist ja auch so beim Tinnitus, das wissen ja viele gar nicht, ja, dass sie das haben. Aber ich gehe regelmäßig zum Ohrenarzt. Ja, na, also erstens finde ich gerade in meinem Beruf und zweitens generell alles, was man an Vorsorge machen kann. Und ich bin da ein bisschen vorbelastet, weil mein Opa war sehr schwerhörig. Der hat, also wir haben so ein Mehrfamilienhaus gehabt, der Opa hat im Erdgeschoss gewohnt. Ich habe dann oben im Dachboden gewohnt und dazwischen war noch der erste Stock. Und der war Sportfan. Und ich habe Heinz Brüller bis in den Dachboden hinauf kommentieren gehört. Das war mein Rennen am Sonntag nachher, weil der Opa auf Anschlag das Auftritt gehört hat. Ja. Kennst du noch jemanden aus deinem Umfeld, der ertaubt ist?
der Sohn von einer Freundin in Tirol, der hat irgendwie, also als Teenager, früher Teenager, hat er irgendwie plötzlich auf einem Ohr gar nichts mehr gehört und sie haben ewig herum überlegt, ob das jetzt irgendwie von einem Schlag, aber da hat es irgendwie, glaube ich, ein Fußballspiel gegeben oder so, da hat er schon eine draufgekriegt, aber das war es dann offenbar nicht. Jedenfalls auf einem Ohr, glaube ich, wirklich null Hörkraft mehr und das andere hat dann leider auch und so und der hat dann eben auch Implantate bekommen und das war in der Phase natürlich, weil der war 12, 13, war das sehr schwierig, wenn du so jung plötzlich mit dem Thema konfrontiert bist, aber mittlerweile ist das alles, hat sich das Gott sei Dank zum Guten gewendet, war dann trotzdem ein super Schüler, ne? Weil das war so, ich glaube, das ist ja das Allerschlimmste, dass du in dem Alter ja sowieso dein Leben schwer genug ist, ja, und du versuchst, wer bin ich denn und was tue ich denn und wie tue ich denn und dann bist du in der Schule und du hörst nicht, was gerade in der Schule abgeht, ne? Und dann hilft man dir, und das wirst du aber auch nicht, weil du wirst ja in dem Alter schon gar nicht geholfen bekommen, ne? Du wirst ja selbstständig sein. Und so aber das mittlerweile Gott sei Dank alles auch eben dank der Implantate lange her und gut ausgegangen. Das heißt, wenn du jetzt unterwegs bist, viele laufen mit Kopfhörer oder machen irgendeinen Sport mit Kopfhörer, das ist alles nicht? Nein, weil ich schwimme, also mache sonst nichts. Da gibt es zwar auch Möglichkeiten, also immer wieder im Bad sieht man Menschen, die Kopfhörer haben. Ich finde auch sozusagen dieses zwanghaft, krampfhaft immer, ich habe ja eh so viel mit Musik zu tun. Ja, ich höre jeden Tag dienstlich 3 Stunden Musik, dann schaut man irgendwas im Fernsehen oder es ist eh dauernd irgendein Geräusch. Also ich bin wirklich, das ist vielleicht auch eine Alterserscheinung, ich bin froh, wenn es einmal leise ist, ja. Wenn einmal nichts sendet und nichts Lärm macht und keine Musik und so. Gnade, Ruhe, Gusch. Wenn die Musik läuft im Studio, während den Platten, hörst du das an oder drehst du laut auf oder kommt das auf den Song drauf an? Also wie ich's mach, ich es mache, ich schalte eigentlich sehr leise immer. Ja, nein, ich glaube so, man hat so ein paar Nummern, das ist egal welcher Radiosender, nicht? Ihr spielt auf Radio Wien, gibt es sehr viel so 80er und noch älter und so die guten alten Haudern. Wir spielen sehr viel, also mehr neue wahrscheinlich als ihr und es gibt, egal, lustigerweise, in jeder Dekade gibt es so eine Handvoll, da drehe ich noch nach wie vor lauter, auch wenn ich das schon 13 Mal gehört habe pro Woche. aber das Gros der Songs, jetzt nicht, dass mir nicht gefallen, aber sie sind mir wurscht. Ja, also, und du bereitest dir auf den nächsten Einstieg vor. Und ich habe was anderes zu tun, nächste Mischung, man telefoniert nebenbei, vielleicht hat man irgendwie oft gerade wer an, schneit was, muss aufs Klo. Geht zur Kaffeemaschine. Nein, also es ist, du bist aktiv während der Sendung. Ich bin aktiv während der Sendung, aber es ist dann schon so, dass Musik, auch Ö3-Musik oder Radio Wien-Musik, ich glaube, wenn das jetzt so wäre, wie man es gewissen volkstümlichen Moderatorinnen und Moderatoren und Sängern, die hassen ihre Musik, dann würde ich es lassen. Ja? Also ja, es stimmt, manche Songs mag ich gar nicht mehr, weil ich sie zu oft gespielt habe, aber prinzipiell mag ich Popmusik, mag auch die neuen, vor allem die neuen Sachen. Und mit Depeche Mode kann man mir immer noch Freude machen aus den 80ern. Ja. Und du gehst auch gern zu Konzerten, wo es sehr laut ist. Ja. Weiß ich, ja. Bryan Adams haben wir uns sehr oft getroffen. Ja, da bin ich zum Beispiel, da würde ich jetzt nicht die Kopf, also es gibt ja Leute, die so diese Ohrenschützer nehmen. Da denke ich mir, also die 2 Stunden muss es... Teilen sie auch aus dort, dass du so Europacks kriegst. Die wäre wahrscheinlich vernünftig, aber ich finde, wenn man das so ab und zu mal macht, das gehört schon irgendwie zum Gesamterlebnis. Aber es gehen auch Menschen auf Konzerte, die gar nichts hören. Nicht? Mhm. Also macht dann schon auch der Bass, was für, ich glaube, es geht um den Gesamteindruck beim Konzert. Mhm. Du hast vorhin gesagt, das Aufstehen war nicht deines. Nein. Wann musstest du da aufstehen? Naja, 3:30. Mhm. Also ich stehe sehr leicht auf eigentlich. Ich wache sofort auf und bin dann auch, also der Wecker läutet genau einmal und da liegt das Bett, da drüben ist der Tisch und ich springe auf, habe in einer Sekunde den Wecker ab und bin auch dann topfit. Wäre das nicht besser, du gibst das aufs Nachtkastel, wo du nicht springen musst? Ja, ach so. Okay, gut. Okay. Und also ich bin sehr schnell munter und trotzdem, es macht halt einen Unterschied, weil jetzt stehe ich so kurz nach 6, 6:30 auf und das ist nochmal ganz was anderes als 3:30. 3:30 ist einfach eine Unzeit und das ist, weil wir viel über Belastungen sprechen, das ist, glaube ich, einfach, das kann sich der Körper nicht gewöhnen. Ja. Da bist du mittendrin im Tiefschlaf und selbst wenn du um 8 schlafen gehst, dann bist du wieder in einem Rhythmus drin. Dann, wenn du so bleibst und so jeden Tag auf deine 7 Stunden kommst, passt es an und dann hast du wieder ein komplett anderes Leben als die Mehrheit der Menschen. Ja. Dann ist das wieder psychisch belastend, wenn am Abend alle irgendwie im Sommer im Gastgarten sitzen oder ins Kino gehen und du weißt, so jetzt Kleinkind, 20 Uhr, schlafen gehen. Ja, also, ich muss schon wieder haben, ich muss mich wieder legen. Ich großen Respekt vom Robert, der macht das jetzt, ich weiß nicht, 15 Jahre, 17 Jahre. Alle Menschen, die regelmäßig früh aufstehen und Radio machen, das kann ich nachvollziehen, Respekt,
alle Menschen, es gibt ja genug andere Berufe, die auch Nachtschichten machen und Frühdienste machen. Also zach, voll zach. Mache ich nicht mehr, wenn es sich vermeiden lässt. Aber du hast jetzt wirklich schon jede Zone durchgemacht, oder? Ja, ich habe tatsächlich wirklich alles moderiert. Ja, nein, eigentlich wirklich rund um die Uhr. Ja. Wird sich deine Stimme über die letzten Jahre verändert? Hast du was getan? Ich habe, glaube ich, sie hat sich dadurch verändert, dass ich jetzt nichts mehr tue. Weil früher, also wird dir auch so gegangen sein, du fängst an beim Radio. Und du hast so, also damals, wir hatten ja nichts. Wir hatten nichts damals, aber wir haben Kassettenrekorder gehabt. Und da hat man sich selber aufnehmen können. Und das war irgendwie ganz lustig und so. Und dann bist du aber das erste Mal in einem Radiostudio und hast quasi ein professionelles Mikrofon und hörst professionell deine Stimme. Und das klingt furchtbar, das mag niemand. Ja. Bloß dich selber im Kopfhörer. Und dann habe ich zumindest irgendwie so eine künstliche Radiostimme entwickelt, von der ich geglaubt habe, das muss so sein. Und du bist im Radio, da musst du... Ja, nein, wie Kermit der Frosch. Ich hab nur Kassetten. Gott sei Dank habe ich keinen Kassettenplayer mehr. Deswegen kann ich mir mich selber nicht mehr anhören, weil ich glaube, ich würde mich fremdschämen für mich selber. Nein, das war furchtbar. So ein Unterschied. Ja, voll. Es gibt noch ein paar so im das Archiv, Gott sei Dank, ich gehe auch nicht mehr ganz so weit zurück, aber so ein paar, so ganz von Anfang gibt es ein paar so Beiträge von mir und da erkenne ich mich selber nicht. Und was ist dann passiert, dass du gesagt hast, aus? Du über die Jahre dann einfach wahrscheinlich, ja, kriegst du halt doch eine gewisse Routine und hörst dich selber dir an und denkst, was ist denn das? Das bist ja gar nicht du. Und dann hast du irgendwann einmal, und ich rede jetzt natürlich im Radio schon ein bisschen anders, jetzt oder dann abseits, aber im Prinzip ist das dieselbe Stimmlage, es ist in Nuschel so und anders, ja, mach so und anders keine Punkte. Und das, also es ist der Unterschied zwischen dem, was on-air ist und abseits, ist nicht mehr so. Also würde ich sagen, es ist wirklich so 5%. Lustig, ist mir nie aufgefallen. Na? Gut so. Dieses Tirolerisch, das hast du dir nie abtrainieren lassen. Und das finde ich echt stark, weil ich habe damals mit Inga Thurnherr einige Ö3-Freizeichen abgewickelt. Und diese Frau hat so vorarlbergerisch geredet, dass ich es nicht verstanden habe. Und sie hat das Rotlicht aufgedreht und die hat wunderbares Deutsch Hochdeutsch gesprochen. Und das Mikro wieder nichts verstanden. Bei dir ist das überhaupt nicht. Ich glaube, das liegt vielleicht ein bisschen dran, dass sozusagen auch hier wieder das, was abseits ist und on ist, so unterschiedlich ist. Bei mir, ich war Gott sei Dank nie so, also Gott sei Dank im Sinn von, weil es fürs Radio dann schwierig wäre, ich habe nichts, ich finde Dialekte super, ja, bitte weiter Dialekt reden. Ja. Gibt's Burschen und nicht Jungs und Madeln und nicht Mädels, ne, und so. Und gut, lecker ist durch, da, aber da kommt man nicht mehr weg davon. Ich finde Dialekte wichtig und richtig und die Zeiten, wo man sagt, irgendwie Dialekt, naja, der spricht schon Hochdeutsch, weil das zeugt von einem gewissen Intellekt, das finde ich dumm, das ist nicht so. Aber natürlich im Radio sollte in einem landesweiten Sender sollte so eine gewisse überregionale österreichische Hochsprache sein und da tue ich mir recht leicht, weil ich habe nie so wild daher Tirolerlet, auch als Kind nicht. Also so dieses. Nein, aber man hört es durch, das meine ich. Weil ich es durchlasse, noch immer. Bin jetzt mittlerweile länger Hauptwohnsitz Ostösterreich, 0 bis 22 Westösterreich, jetzt nächstes Jahr bei 50, also es ist jetzt schon alles, was da war. Aber es gibt, lustigerweise gibt es Menschen, die seit 100 Jahren woanders wohnen und noch immer, wenn sie sich nicht zusammenreißen, voll daher Dialektelen und andere, die das relativ bald losgeworden sind. Also, na, aber interessante Wandlung. Ja. Aber authentisch bleiben ist schon deins. Du hast dich nicht groß verändert, finde ich. Also wenn du das so siehst, danke. Also ich finde das positiv gemeint. Es war aber nicht beabsichtigt, weil dazu müsste man ja eigentlich sagen, meine Strategie ist, ich bleibe authentisch. Ich wollte zumindest nie was anderes sein oder wer anderer sein. Also mit der Ausnahme mit der Stimme. Aber das war jetzt nicht so persönlichkeitsverändernd. Naja, aber jetzt hast du doch viel gemacht, Fernsehen, Radio, hättest doch ein bisschen abheben können. Wirkt jetzt nicht so. Ja, das finde ich peinlich. Oder in Österreich, wirklich? Es gibt genug. Nein, ja, weiß ich nicht. Ja, aber das käme mir... Oder holt dich wer runter und erdet dich wieder. Nein, das glaube ich ist schon vorprogrammiert worden, weil irgendwie so meine Eltern beide generell auf Ball flach halten waren. Ja. So, was sind die eigentlich beruflich? Oder was waren sie? Die Mama war Schneiderin, aber nur bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann aufgetreten bin zum ersten Mal. Also auf die Welt gekommen bin und der Papa war zuerst so Bauingenieur und dann mal so Werksleiter bei einem Gashersteller und also nichts Entertainment. Nein, gar nicht. Nein, Mama schon, weil die hat gespielt, also eine begnadete Faschingsliebhaberin. Wir haben kistenweise im Dachboden Verkleidungen gehabt. Sie hat auch nichts weggeschmissen, ja.
Echt? Die Bluse, nein, die braucht sie für den Fasching. Die Handtasche, nein, die braucht sie für den Fasching. Also das ist, ein Fundus. Ja, und sie war bei der Laientheatergruppe in Inzing und hat so tolle Stücke gespielt wie Rambazamba am Lido Macaroni und so. Also, ja, ja. Cool. Ja, ja, die war sehr, also von der, glaube ich, habe ich das auch so ein bisschen dieses prinzipiell grundfreundlich, lebensfreudig, das ist wirklich genetisch vorprogrammiert bei mir. Das ist irgendwie, ich weiß, dass Leute sagen, du bist immer gut aufgeregt, wie machst du das? Ich weiß es nicht, das hat sich so ergeben. Im Radio muss man ja immer freundlich sein, egal ob man jetzt einen schlechten Tag hat oder nicht. Ich meine, wird bei dir genauso sein. Nein, aber, aber der Hörer kann nichts dafür, denke ich mir immer. Und der soll das Beste bekommen, was halt geht an dem Tag. Aber die ArbeitskollegInnen können auch nichts dafür. Nicht? Also, genau. Und selbst wie pusht dich dann? Der Partner, die Partnerin kann nichts dafür. Ja, also, niemand. Kaltert dein Grant, geht kann was an. Ja. Also, nein, ich habe das Problem nicht. Ich bin da. Frohnatur. Ja. Die Dummen haben es gern warm und sind selten schlecht gelaunt. Worauf meinst du, kommt es beim Moderieren an? Die Sprache ist ja doch eine andere. Du hast ein kurzes Zeitsegment, bei euch noch strenger als bei uns. Braucht ihr Leute? aber das ist schon interessant, dass man die Botschaft in kurzer Zeit auch zusammenfassen muss oder schneller zum Punkt kommen muss. Ja. Wie machst du das? Naja, ich glaube, du musst wissen, für wen du das tust. Ja. Also, wer ist dein Hörer oder deine Hörerin? Ich glaube, die Menschen, die Ö3 hören, sind, also da gibt es, statistisch kannst du es genau erheben, das ist eine 37, 39 Jahre alte Frau, die irgendwo in der Nähe von einem Kreisverkehr in Amstetten wohnt und zwei Kinder hat, so circa. Mhm. Ja. So, das kann man recht genau. Ich stelle mir so jemanden vor, ich stelle mir vor große Familien, kleine Familien, alleinstehende Menschen. Wir haben ja, Ö3 hören halt alle irgendwie, so mehr oder weniger. Und die anzusprechen ist manchmal schwer, manchmal leicht. Ich glaube einfach, wenn man authentisch, was mein Job, ich sage um 9 Uhr guten Morgen, schönen Vormittag, hier ist die Musik. Ja. Und um 9:30 sage ich, was es im Verkehrsservice gibt und dann gibt es Österreich-Schlagzeilen und dazwischen, wenn irgendein Tagesthema ist, gebe ich da meinen Senf dazu. Also ich finde, ich bin so ein Freund, wäre ein bisschen anmaßend und anlassig, aber so ein sehr guter Bekannter, der jeden Vormittag da ist, wo vielleicht ein paar Menschen sich denken, der hilft mir, weil der ist irgendwie gut gelaunt. Verlässlich. Verlässlich, ja. Der ist, wenn was wirklich Wichtiges ist, sagt er mal das. Und dazwischen spielt er die Musik, die mir gefällt. Mhm. Ja, also das, auch da kann man ja ganz genau mathematisch sagen, was ist die Musik, die Ö3 spielen muss, damit es möglichst vielen von den Leuten, die uns zuhören, gefällt. Mhm. Da geht es ja dann nicht darum, dass mir jeder Song gefällt in der Stunde. Ja, und das ist so, also der Robert vergleicht das immer mit einem Kellner. Wir sind Kellner. Ja, da findet man, dann weiß man dann manchmal, Küche ist halt nicht gut drauf, dann versuchst du das halt irgendwie zu überspielen, indem du das Salatblatt vielleicht ein bisschen über das Missgeschick ziehst oder was anderes anbietest, von dem du weißt, das ist, das haben wir ganz gut hingekriegt heute in der Küche, oder du bist einfach voller Stolz heute, bist so deppert, gerade gekostet, perfekt, so, Mahlzeit. Schönen Abend, schönen Vormittag, zahlen und jetzt schleicht es euch. Mhm. Nächsten Gäste, so, also eine professionelle Bedienung. Mhm. Und das ist auch kein Problem, lange Moderationen kurz zu verpacken. Scheinbar schon. Trotzdem, jetzt habe ich sehr lang geredet. Eine sehr kurze, konkrete Frage. Dass es catchy ist. Ja. Nein, also das weiß man bei Ö3 schon. Ja, das, je nach Tagesteil. Ja, es gibt auch Strecken, Sendungen, wo man ein bisschen länger redet. Aber am Vormittag, die Zeit hat ja niemand, dass man mir zuhört. Ja, es ist also dieses Begleitmedium geworden. Gell? Genau. Ja. Ist das schade? Das ist, ich glaube, das muss ich gar nicht bewerten, weil wenn ich möchte viel reden, dann mache ich einen Podcast. Ja? Oder bin zu Gast bei einem. Ja? Also ich denke, das ist, ich bin bei Ö3, ich weiß, was Ö3 ist. Wenn mir das nicht taugt, dann muss ich dort weggehen. Ja? Also ich fände es jetzt blöd, wenn man sagt, es ist so schaut und die Leute interessieren sich nicht mehr für das, was man so zu sagen hat. Die haben sich nie interessiert dafür, weil sie haben keine Zeit. Um 9.15 Uhr hat kein Mensch Zeit, mir zuzuhören. Die Menschen, die Zeit haben, hören dann eh vielleicht gerade Ö1 oder einen Podcast. Mhm. Also das ist, wir sind
nicht das Gourmet-Restaurant, wir sind hoffentlich auch nicht der Fastfood-Laden, aber irgendwo da dazwischen. Ja? Und dementsprechend serviere ich das, von dem ich weiß, dass die Leute dafür in mein Restaurant gekommen sind. Du arbeitest doch gern mit Phonern, also Leute, die anrufen, ja, und gibst deinen Senf drauf. Ja. Ja? Das hört sich gut an. Ja? Danke. Ja, ich finde es ein bisschen so, das ist quasi die Bestätigung dessen, was du hinaussendest, dass halt ab und zu was zurückkommt. Das ist ein bisschen so, Phoner, Menschen, die beim Radio anrufen, ist ein bisschen so die Vorstufe gewesen von Social Media. Darum, glaube ich, funktioniert das Social Media so gut, weil ja jeder und jede gerne ein Feedback kriegt. Egal, ob man jetzt im Radio moderiert oder als Tischlerin arbeitet, irgendwie Feedback wollen wir alle. Ja, im besten Fall Bestätigung und Zuspruch, aber irgendwie, ja, man kann auch mal negative Kritik kriegen. Hauptsache, irgendwas kommt zurück. Und da ist natürlich, wenn man etwas sagt und eine Frage stellt und es ruft wer an und hat eine Meinung dazu, das finde ich immer super. Und ja, ich habe ja keine Sidekicks sozusagen, zumindest nur einen Punkt und um halb. Und dazwischen rede ich mit mir selber und das ist im Normalfall sogar ein Krankheitsbild. Ne? Wenn man mit sich selber redet die ganze Zeit, braucht man Hilfe. Und deswegen brauche ich auch ganz gern jemanden, der zurückredet. Ich wollte gerade fragen, ist es leichter für dich, mit jemandem zweiten im Studio zu haben? Nein. Also ich tue ja dann, ich darf das tun und muss nicht in Behandlung. Ich rede ja dann wirklich oft so im Radio, als wäre die Person, mit der ich gerade rede, vor mir und beantworte mir im Geist oder gebe mir im Geist die Antwort, die diese Person gerade gibt, oder? Und ab und zu äff ich sie nach. Ja? Also so, ich rede oft mit mir selber. Ja? So, also, was die anderen Leute gerade sagen würden, mache ich dann für mit mir selbst Gespräche. Ja. Also. Gute Weiterentwicklung. Ich bin gespannt, was die nächsten 20 Jahre kommt. Ja. Du machst viel im Fernsehen, einige Sendungen schon moderiert. 2017 wurdest du als beliebtester Moderator Show und Unterhaltung mit der Romy, mit dem TV-Publikumspreis geehrt. Also da ist wieder eine Ehrung fällig. Du hast aber vorher trotzdem gesagt, die Liebe ist beim Radio. Ja, weil es viel schneller geht. Weil du alles allein machen kannst. Ja. Und jetzt nicht, weil im Fernsehen die Menschen das schlecht machen, sondern sie machen es nur nicht so, wie ich es machen würde. Ja. Also ich bin auch im Radio, ich mache mir das wirklich alles selber und wenn ich einen Phoner, also ein Telefongespräch habe, das schneide ich mir selber. Ich halte es, ich glaube, ein bisschen Control-Freak. Ja. Ich halte es nicht aus, wenn das wer anderer macht. Nicht, weil die es schlechter machen, ich mache es halt anders. Weil es länger dauert? Nein, ich mache es eh besser als die anderen. Also darum mache ich es gleich selber. Glaube ich zumindest. Also in Wahrheit mache ich es halt einfach anders. Und da ist halt Fernsehen, da bist du halt angewiesen auf andere Leute. Und darum finde ich Radio, aber das ist jetzt kein großer Vorsprung des Radios. Es ist manchmal 51 zu 49, manchmal ist es 70 zu 30, aber unter 70 oder unter 30 fällt das Fernsehen nicht in der Liebe. Es macht schon Spaß. Ja, es hat einfach den Vorteil, dass man gewisse Dinge im Fernsehen aber wirklich leichter darstellen kann. Also bei Knoll packt an, wo ich draußen mitarbeite, da habe ich jetzt gerade am Freitag wieder ein großes Werk, wo Hefte und College-Blöcke und so hergestellt und da musst du so viel erklären, ja? Also musst du so viele Bilder im Kopf erzeugen. Das ist schon der Charme der Geschichte vom Radio, aber wenn es halt dann wirklich bei jedem Einstieg wieder aufs Neue das Bild zeichnen musst, weil ja natürlich laufend neue Leute dazukommen, dann wird es anstrengend und da wäre natürlich lustiger, wenn du einfach Kameras hast und gleich da dann agieren kannst vor der Kamera. Aber auf der anderen Seite, so intim ist halt auch nichts. Ne? Also quasi ich, nur wir zwei. Ne? Du machst Radio, ich sitze und höre zu. Du verdrückst die, ich lache dich aus. Du verredest die, es ist mir egal. Ich kenne dich, ich bist jeden Tag. Also auch dieses, ich glaube, dass Radio wahrscheinlich beim Hören wieder Sinn. Ich bin kein Neurologe, aber ich glaube, dass der Zugang hier rein nach darauf intensiver ist, als, weil da haben wir irgendwie, weiß nicht, Du meinst, das ist übers Ohr direkter? Ja, ich weiß nicht, zum Beispiel allein, dass du die Augen kannst du zumachen. Ja. Die Ohren kann man ja nicht zumachen. Nein, schwer, nur zuhalten, aber du hörst trotzdem also es ist irgendwie, ich glaube, Hören ist wirklich ganz was Spezielles und darum ist Radio wahrscheinlich das wesentlich intensivere Medium. Man merkt, also dein Herz hängt schon dran. Ja. Was war dein schönster Radiomoment eigentlich? Gibt es einen? Boah, oder wahrscheinlich viele in den alten Jahren? Naja, aber irgendwas, also das Weihnachtswunder zum Beispiel, wo wir 5 Tage vor Weihnachten, die Gabi, der Robert und ich in einem kleinen Containerdorf irgendwo auf einem österreichischen Hauptplatz stehen und
Weihnachtssongs spielen und dann kommen uns Leute besuchen und es ist die Showtreppe fürs Christkind. Das ist schon immer was für Tolles. Für Licht ins Dunkel, muss man dazu sagen. Für Licht ins Dunkel werden Spenden gesammelt für Familien in Not in Österreich. Und das ist schon vom Machen, Radio-Machen her sehr aufregend, weil du einfach wirklich 120 Stunden... Spontan muss man das sehr sagen. Spontan sein musst, du weißt nicht, was passiert. Das ist ja genau das Tolle dran. Die Leute freuen sich, wenn man ein bisschen tanzt im Studio und so. Das ist schon... Und Dinge, die dort passiert sind, einzelne Radiomomente, das... Ein ganz, ganz großes Highlight. Aber danach wieder, wenn man einfach zum Beispiel, wie wir vor 2-3 Jahren haben wir von, bei Knollback dann, von, wir fahren mit dem Ö3-Mobil, haben dort einen ISDN-Anschluss, haben, müssen alles verkabeln, damit wir dann aus irgendeiner Werkstatt senden können, wo wir da umgestellt haben auf, wir kommen jetzt mit dem Rucksack, da ist alles drin und wir können während der Sendung Autofahren, Skifahren, Rodeln, haben wir alles gemacht mittlerweile, ja. Das ist schon jedes Mal wieder faszinierend. Ich kann das technisch nicht erklären, wie das geht, aber dass ich irgendwo in Österreich bin, in der Gondel, in der Skigondel und mit meinem Arbeitskollegen irgendwie in der Gondel mich umschaue, ob das hier alles gerade sicher ist und währenddessen horcht es gerade wer andere und dazwischen läuft eine Musik. Faszinierend. Ist das wirklich live? Oder ist ja, das? Ja, nein, das ist wirklich so richtig live. Aha, du hast mit einen Techniker, der das abwickelt. Der hat diesen Rucksack um, okay. Der ist gar nicht so groß. Funkrucksack. So ein Funkrucksack. Mhm. Aber halt auch mit 2 Headsets, einer Handgurke, dann brauchst du ein Retourprogramm, damit ich höre, was der Kollege im Studio, die Kollegin zusammen mischt, das Song aus ist. Und das finde ich schon sehr spektakulär. Also das finde ich irrsinnig lässig, dass das geht. Und melden sich da die Firmen oder? Ja, oder? Ja. Also ich habe eine Liste, da könnte ich die nächsten 10 Jahre senden. Echt? Ja. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen, es ist natürlich entgegen dem, was ich sonst Montag bis Donnerstag auf Ö3 tue, nämlich da sein, in kurzen, knackigen Worten einen schönen Vormittag wünschen und dann wieder Musik spielen. Also wir haben schon längere Wortstrecken. Also das, ich glaube, normalerweise Netto-Redezeit pro Stunde ist 2 Minuten, da sind es dann schon 6 Minuten, was viel ist. Das ist wirklich viel. Plus die Werbung, plus die Nachrichten. Das fällt dann schon ins Gewicht. Ist aber zumindest, also ich habe jetzt keine Studie drüber, aber so ein Feedback und ich glaube, es wäre nicht mehr auf Sendung, wenn es nicht uns irgendwie, wenn es nicht gut wäre oder den Leuten nicht gefallen hätte. Tut schon was für Ö3, weil einfach, wir haben ja, das Schöne bei Ö3 ist, man überlegt sich was, ja, man versucht Content zu erzeugen und der ist halt oft, finde ich, ein bisschen wissend, dass ja die Leute einfach nur haben wollen, schönen Vormittag und jetzt Musik. Und wir aber als Radiomacherinnen sind, die einfach was überlegen und da hätten wir noch einen Witz und da hätten wir noch eine Comedy und da zu diesem aktuellen Thema fällt uns auch noch was ein. Nur das ist halt immer sehr gemacht. Ja? Und da ist jetzt plötzlich etwas, das passiert eh gerade. Ja? Also ich inszeniere ja nichts, sondern da arbeitet jemand und ich arbeite halt mit und kommentiere das ein bisschen. Und es ist so unaufregend. Ja? Das ist, stimmt, Tischler, das gibt jetzt 100.000 Tischlerinnen im ganzen Land, die machen gerade genau dasselbe und das übertragen sie jetzt im Radio. Ja, weil es eben so unaufgeregt ist oder so unaufregend ist, finde ich es dann wieder total spannend, dass sowas mal im Radio ist, in Echtzeit. Du nimmst ja nie ein Blatt von dem Mund. Also beim Song Contest 2014, als die Conchita gewonnen hat und sehr, sehr viele Österreicher, Österreicherinnen vor dem Fernseher saßen, auch ich, hast dann gesagt, da habe ich kurz einmal geschluckt. Ja? Ja. Jetzt hat uns den Schaas auch noch gewonnen. Mhm. Hat dich das schockiert? Nein, nicht schockiert, aber ich war kurz überrascht, ja. Ja. Wie wahrscheinlich viele andere auch. Und dann hast du noch einen Preis für das bekommen, ja, ja. Für die Aussage. Spruch das hat mich Jahres. Auch überrascht. Ich habe die Begründung jetzt von der TU Graz, die, glaube ich, machen das immer, vergessen. Aber ich glaube einfach, dass das damals ein Gefühl vertont hat, dass viele hunderttausend Menschen, die damals vor dem Fernseher saßen, gehabt haben, nämlich, bist du deppert, wir haben den Song Contest gewonnen. Aber es ist halt der Song Contest. Also und es ist so, und es war ja ein geflügeltes Wort so in den Jahren davor schon eben von Alk Bottel ausgehend, die gesagt haben, wollt zu uns, wir gewinnen nicht den Chance. Und es ist ja auch in vielen, zumindest ich habe das dann nie mehr wieder gesagt, weil ich finde, das stimmt ja so nicht, aber ja, es ist ein Liederabend, der je nach Dekade, wo man hineinschaut, einfach wirklich verheerende Musik präsentiert hat, belanglose, verheerende Musik. Die man nie wieder gehört hat. Die man nie wieder gehört hat. Und dann aber auf der anderen Seite, trotzdem fällt mir jetzt nichts ein, was Europa so sehr verbindet wie diese Sendung. Es ist, die EU bemüht sich ja redlich die ganze Zeit, irgendwas zu machen, wo wir alles eins sind. Aber Fußball-Europameisterschaft vielleicht und so. Aber sonst fällt mir jetzt wenig ein, wo man so vereint ist. Weiß, dass auf einem Sofa in
Lettland sitzt wer und da in Österreich sitzt wer und die schauen dieselbe Sendung, finden das andere total lächerlich, freuen sie, wenn ihr Land singt und das ist schon ganz groß. Ja. Also es ist, und das zu gewinnen, noch dazu mit einer Figur, die einfach wirklich was bewegt hat, finde ich, das habe ich schon lässig gefunden. Ja. Also viele. Deswegen habe ich gesagt, du bist schon mutig, was das auch betrifft. Wahrscheinlich hätten wir uns das alle gedacht, aber gesagt hätten wir es nicht. Ja, wobei das hat, glaube ich, hat weniger mit Mut zu tun, als mit, das entfuhr mir und da habe ich wirklich nicht nachgedacht. Ich schreibe mir schon Sachen auf. Hast du das dann bereut jemals? Ich habe auch zumindest, weiß ich, das habe ich nichts bekommen, aber es gab kein negatives Feedback, weil das wirklich, normalerweise, wenn man, gerade ich bin jetzt auch kein großer Freund von so Kraftausdrücken, man kann alles umschreiben. Auf der anderen Seite, wenn was scheiße ist, dann kann es auch auf Ö3 scheiße sein oder auf Radio Wien oder in dieser Aufzeichnung hier. Es ist also ein Wort, ja, das, ja. Man könnte es umschreiben. Nicht? Aber es muss jetzt nicht, man sollte jetzt nicht, glaube ich, zwanghaft versuchen, wie weit kann man gehen in Sprache und gerade Fäkalsprache und Kraftausdrücke. Da gibt es halt dann schon immer noch einen Unterschied, finde ich, zwischen dem ORF, der da, finde ich, auch eine gewisse Vorbildfunktion hat. Und wir auch dafür Gebühren kriegen, dass wir halt österreichisch sprechen, österreichische Hochsprache sprechen und da ein bisschen hoffentlich rhetorisch mehr auf der Höhe sind. Geschulter. Ja, gelingt eh nicht immer, ja. Aber bemühen sollten sie schon, sollten finde ich. Du bist Mr. Song Contest jetzt schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Ist das ein Unterschied, Radio und jetzt dort zu sprechen? Nein. Eigentlich wie eine Radiosendung, oder? Naja, weil die Radiosendung habe ich ja selber im Griff. Ich kann ja, wenn ich noch einen Gedanken habe, dann warte ich halt noch, bis ich den Musiktitel starte. Das geht dort nicht, weil das Ding fährt ohne, dass ich, kann ich nicht beeinflussen. Nicht? Also gerade diese 40 Sekunden, die zwischen Songende, dann kurz replizieren, das war gut, vielleicht ein schnelles Tweet vorlesen, eine Reaktion von jemandem, dann beschreiben, was jetzt gerade zu sehen ist. Aus der Austragungsstadt sehen wir jetzt gerade den Turm sowieso. Ne? Und das ist schon die nächste Künstlerin, die singt für das und im Lied geht es um das und das. Und das alles in diesen, ich glaube, 35, 40 Sekunden, je nachdem. So mehr Zeit ist da nicht. Ja? Und ich darf ja nicht in die Songs hineinreden. Also offiziell gar nicht. Ja? Ich versuche spätestens dann, wenn die singen anfangen, das wirklich... Also, dass du den Vorlauf ausnutzt. Genau, ja. Das, wissen alle, was ein Vorlauf ist. Vorlauf, der Instrumentalteil, bevor der Sänger oder die Sängerin zum Singen beginnt. Wie treffen die das beim Radio eigentlich immer? Das ist ganz einfach, weil am Computer zeigst du mir einen Countdown. Genau. Oder man hat den Song schon so oft gehört, dass man das auswendig weiß. Genau, ja. Jetzt singt sie dann. Genau. Was ist denn dein Kraftort? Wo entspannst du beim Schwimmen? Das bin ich gerade in der Testphase mit mir selber. Einfach mal das Handy weglegen und schauen, dass ich mal eine halbe Stunde gar nichts tue. Stille. Also nicht reagieren auf WhatsApp und SMS oder... Ja, einfach oder das Handy wirklich abdrehen und weglegen. Okay. Dann auch nicht den Laptop aufmachen und sagen, jetzt schaue ich halt Netflix. Ich darf nicht Handy spielen. Na gut, schaue Netflix. Einfach wirklich irgendwo hinsetzen, ruhig sein, auch nichts versuchen, auf einen einprasseln und gerade ausschauen. 10 Minuten habe ich schon. Und Buch lesen? Was machst du? Ja, lesen bin ich nicht so der Leser. Okay. Ich habe immer die Ausrede, ich muss ja dann Content kreieren, ich möchte mich berieseln lassen und lesen finde ich einfach echt extrem anstrengend. Zeitungen auch nicht? Zeitschriften? Ja, aber das ist so mein... Aha, okay. Ich tue so gegenlesen, querlesen. Beim Friseur oder beim Zahnarzt? Nein, das ist so... Okay. Ich habe noch ein bisschen was vor. Das überlege ich mir noch, wie ich entspanne. Ich entspanne, glaube ich, gar nicht. Nachdem ich nie mich so verausgabe, brauche ich mich nicht wahnsinnig entspannen. Obwohl es... wahrscheinlich schon recht gesund wäre. Was sind deine Hobbys? Schwimmen, Skifahren. Also im Winter versuche ich wirklich viel beim Papa daheim in Tirol zu sein. Und habe also letztes Jahr magere 13 Skitage, aber normalerweise habe ich so zwischen 30 und 40. Wow. Was ja für einen, der immer da umgefahren muss, recht beachtlich ist. Ja. Nein, das tue ich gern. In Wien versuche ich ein bisschen schwimmen zu gehen. Essen, schlafen, fein sein, beieinander bleiben. Was wünschst du dir für die Zukunft? Das beruflich. Möge alles so bleiben, wie es ist. Also es soll mir nie schlechter gehen. Und möge mich mein Gehör nie verlassen. Das stelle ich mir schrecklich vor. Auch wenn es Hilfen gibt. Aber deswegen sind wir ja da. Möge es zumindest dann so sein, dass man mir helfen kann. Ja. Super. Gesund bleiben. Alles andere kann man kaufen. Das ist das Wichtigste.
Wir hoffen beide, dass das Radio Zukunft hat, dass wir gesund bleiben. Danke, Andi, sehr. Danke für die Einladung. Ich hoffe, Sie haben jetzt mitbekommen, wie sympathisch er vom Fernsehen ist. Danke dir vielmals, dass du heute bei uns warst. Hörgespräche waren das Sinnvolles aus dem Leben. Ich freue mich auf ein Wiederhören, ein Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, Andi. Vielen Dank, Carola. Zum Schluss Persönliches über das Hören. Gibt es einen Hörmoment, der Sie besonders berührt? Ja, immer wenn ich meine eigene Stimme höre, super. Viele schöne Musik, klassische Musik. Welche Botschaft haben Sie an unsere Zuseher? Ö3 immer schön laut drehen. Das ist zwar schlecht für die Ohren, aber gut für die Seele. Wäre Ihr Leben ohne Gehör anders verlaufen? Naja, also wenn sozusagen Menschen generell nichts hören würden, dann wäre es mir nicht aufgefallen. Aber hätte ich nichts gehört und alle anderen schon, glaube ich, wäre es doch massiv anders verlaufen. Ja, also ich bin froh, dass ich was höre.